Zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir sind jetzt zurück und sollen jetzt unsere... Du hast in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. 3 Monate? Scheiße. Man muss nur die richtigen Leute kennen. Aber du hast Glück, Alter. Du kennst mich. Gut, dann gucken wir uns die Wohnung doch ganz einfach mal an. Wir haben... Oh, sieh sich einer dieses Bett an. Hey, 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 langsam. Ich weiß ja nicht, wie es bei der Army war, aber hier gilt 1 Mann pro Bett, kapiert? Sehr witzig. Nach den 2 Miezen da vorhin würde ich mich nicht mehr für Geld da reinlegen. Ja, man mag sich irgendwie schlecht vorstellen, was hier so los war. Die liegen auch überall Flaschen und so. Hier haben wir die Küche und ich denke mal, dann werden wir... So hier schlafe ich. So ist es. Ja, siehst du, wollte ich gerade sagen, dass wir dann wahrscheinlich da schlafen. Na gut, haben wir zumindest hier unseren Serious Buddy Kalender und noch andere interessante Objekte mit Zielscheibe sogar. Das ist doch in Ordnung. Damit kann man doch leben. Ah, guck mal, hier können wir auch hier schon mal das Essen wegessen. Eine Flasche kaltes Bier, was haben wir noch? Flasche Cola. Klassiker mit Schinken und Käse. Boah, hätte ich jetzt voll Bock drauf. Wir fressen ihn jetzt mal, warte mal weg. So. Gibt uns übrigens auch Lebensenergie zurück. So, hier haben wir Badezimmer. Mit Nur Dusche. Zu. Ist genug heißes Wasser da? Ja, nee, brauchen wir jetzt nicht. So, und da haben wir noch ein Klo. Sollte, glaube ich, fürs Erste reichen. Da sind wir, hier im Spiegel. Und ich würde sagen, wir führen jetzt mal die Story fort. Und, weißt du schon, was du machen willst? Du hast gesagt, du willst mich diesem Giuseppe vorstellen. Nein, nein, nein. Ich meine mir allgemein. Hast du dir da drüben nicht überlegt, was du machen willst, wenn du wieder hier bist? Nein, nicht direkt. Naja, das Übliche halt. Nettes Mädchen finden, Familie gründen. Wow. Hey, für den kam es später noch Zeit genug. Jetzt sorg ich erstmal dafür, dass du ein bisschen lebst. Hey, danke nochmal wegen der Sache mit dem Attest. Ach, war doch nur ein Anruf. Kannst dich bei Giuseppe bedanken, wenn wir ihn abholen. So, Tür öffnen. Der Gute hat sich natürlich rausgebeamt. Natürlich, wie das nun mal so ist. Sag mal... Könnte ich vielleicht? Was? Fahren etwa? Die Straßen sind vereist und du bist noch nie Auto gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren oder was? Okay, okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn es richtig saukalt ist, gibst du ein bisschen mehr Gas als normal. Das ist das Pedal da rechts. Ich weiß, Joe, ich weiß. So, wir können aber auch mit Pfeiltasten fahren, das finde ich ganz gut. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Dann eine Weile geradeaus. Jeder kennt ja hier meine Fahrkünste noch aus L.A. Noir. Hier sind hey, die Autos. Langsam, nicht so schnell. Nicht, dass wir von den Bullen angehalten werden. Genau, wenn wir nämlich zu schnell fahren, dann... In L.A. Noir war das egal als Polizist. Hier dürfen wir nicht allzu schnell. Hey, Vito. Weißt du, wie spät es ist? Es ist noch hell. Woher soll ich das wissen? Es ist an der Zeit, dass du dir ein eigenes Auto besorgst. Schön wär's, aber wovon soll ich das bezahlen? Wer sagt, dass du es bezahlen musst? Oh, ich weiß nicht. Ehrliche Menschen würden das sagen. Aber wir sind ja jetzt, wir wollen ja aufsteigen. Ja, du hattest recht. Wir haben dir da drüben wirklich das Autofahren beigebracht. So hat alles sein Gutes. Da hat ja alles seinen Grund, ne? Wir wollen ja Karriere in der Mafia machen, da muss man ja auch Auto fahren können. Ja, das war knapp. Sehr knapp. Aber wir sind vorbeigefahren. So, und dann einmal drehen.
Hier wollen wir hin. Schau dir das Schätzchen mal an. Schick. Ein 42er Jefferson. Es wäre eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Natürlich. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles, sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Also perfekt für uns. Rein da. Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safe-Knacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du? Was habe ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Ja, so. Hey. Blöde Steckdosenleiste hier. Okay, vorher gucken wir uns natürlich hier. Ja, gut. Laden ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Was gibt's denn hier alles? Ja, okay. Wir können natürlich noch nichts auswählen. Paper Shot Shells, okay. Na gut, nehmen wir mal die Papiere, komm. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Dietriche, 7 Dollar, ein absolutes Muss für Diebe und Einbrecher. Durchsehen. Gut. Wir kaufen die natürlich. Und dann beenden wir. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier. Nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte aneben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Kinderspiel. Ja, natürlich. Aber ist tatsächlich ein Kinderspiel? Spiel, ja. Da seht ihr die Grafik da unten mit W, S und E und so, ne? Kann man das hier so machen und wenn er dann grün aufleuchtet. Und ich mache das immer so, dass ich nach ganz oben drücke. Dann ist das nicht fein und dann, genau. So. So. Und Schloss ist auf. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Huh? Keine Angst, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mache das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Das ging tatsächlich jetzt wirklich so einfach. Okay, ich kann es ja auch schon, beziehungsweise ich mache es immer so. So. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Genau, so können wir dann immer dann Autos klauen. Wir können dann einfach, entweder können wir die Scheibe einschlagen, das geht dann ein bisschen schneller. Oder wir machen es wie hier und machen einfach das Schloss auf. Mit den Dietrichen. So, und schon gehört er uns. Verdacht auf Autodiebstahl. Drück drauf. Alles klar. Autodiebstahl im Gange. Unter Verfolgung. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schüttel sie ab, schnell. Roger. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Oh. Der Kerl ist ausgerastet. Oh. Schaltet ihn aus. Verstanden. Ich wollte eigentlich keinen überfahren, aber na gut, jetzt ist es zu spät. Okay, dann wollen wir mal. Oh. Setz doch mal deine Gegner, wirst du am schnellsten los, wenn gut. Du das Gegenverkehr hast. Schön, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut, wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Natürlich, man braucht nur mal Vitamin B, wenn man in der Unterwelt nach oben möchte. So. Aber tatsächlich gewöhnt man sich an die Steuerung.
Der hat ordentlich Power hier. Hier, park vor dem Werkstatttor. Geh mal zur Seite jetzt da. So. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Ich hab zuerst auf H gedrückt. Hupe. Total komisch jetzt gerade. Kann ich was für dich tun? Ja, wir wollen mal das Kennzeichen wechseln. Neue Nummernschilder, kein Problem. Und dann mal J-O, wa? So. Was ein Zeichen alles verändern kann. Erledigt. Du kannst den Motor tun und so die Fahrleistung verbessern. Joe wird diesmal für dich bezahlen. Das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Kennzeichen haben wir gewechselt. Wagen muss wir müssen den Wagen zuerst reparieren, bevor wir irgendwas anderes machen können. Mach deinen Wagen so gut wie neu. Erledigt. Das können wir später aber auch machen, wenn wir den, wir werden ja jetzt erstmal bei Joe wohnen. Und wenn der Wagen dann in der Garage steht, können wir den auch so reparieren, ohne dass wir extra in der Werkstatt dann fahren müssen. So, Felge. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Die sind gut. Die sind schön. Wir können natürlich noch weiter gucken. Mit roten Streifen. Hätte ich schon Bock drauf. Ich hätte eigentlich. Die sind eigentlich schon fast am besten. Ich glaube, die kaufen wir mal. So. Kennzeichen haben wir gewechselt. Ich glaube, dann lohnt es sich. Wir können ihn in jeder Farbe lackieren. Such dir was aus. Passt dann aber nicht mehr zu den. Na, zwei Farben. Naja, gut, dann nicht. Ach so, alle modernen Farben. Könnte man machen, aber nein. Steingrau, graugrün. Magnolienfarben. Grün-blau. Ich habe das Gefühl, das ist mehr dasselbe. Gelb. Sheldo-schwarz. Das passt dann wiederum zu den Felgen hier, ne? Ich glaube, das mache ich mal. So. Und natürlich Motor tunen. Wagen ist voll getuned. Auch sehr schön. Ja, ich glaube, das reicht dann auch. Ich glaube, dann sind wir durch. Immer gerne doch. Schöner Service. Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Bruski vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Hey. Hey. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. Der war schlecht. Glaubst du dann lieber auf den ersten Blick oder soll ich noch mal reinkommen? Oh, bitte. Oh, Leute. Hey, Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Und das soll funktionieren? Ich glaube aber, dass der Spruch tatsächlich... Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. Ach, der könnte aber auch funktionieren. Hallo Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ah, der war schlecht.
Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Diese Schmerzen. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was wir mit dem Mike alles machen können. Und bis dahin sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mafia 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.